So, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist MashDate und heute versuche ich mich mal an diesem kleinen Test zu diesem Gaming-Notebook. Das MSI GT72S6QE ist mit einer starken i7-6820HK und der GTX 980M ausgestattet. Das ist schon mal eine sehr solide Basis, um überhaupt auch mobil zocken zu können. Das Notebook kommt außerdem mit 16 GB Arbeitsspeicher, was für heutige Spiele und Anwendungen auf jeden Fall ausreichen sollte, aber man kann es auch theoretisch noch auf 64 GB Arbeitsspeicher aufstocken. In puncto Datenspeicher wird man mit zwei sehr schnellen 128 GB M2 SSDs im RAID und einer 1 TB Festplatte ausgestattet. Diese beiden M2 SSDs sind wirklich schnell. Im Test kam ich auf fast 3000 MB Lesegeschwindigkeit und etwas mehr als 1000 Schreibgeschwindigkeit. Und das ist schon wirklich abgefahren schnell. In Sachen Konnektivität ist man auch gut bedient. Auf der linken Seite befinden sich vier USB 3.0 Ports, Kopfhöreranschluss und ein SD-Kartenlesegerät. Auf der rechten Seite gibt es dann nochmal zwei weitere USB-Ports und das optische Laufwerk, also den Blu-ray-Brenner in dem Fall. Auf der Rückseite befinden sich jetzt noch DisplayPort, HDMI-Port, Netzwerkanschluss, Stromanschluss sowie ein USB 3.0-Port. Natürlich gibt's auch Bluetooth, Killer-LAN, WLAN und eine Full-HD-Webcam. Sehr interessant und gut finde ich persönlich die verbaute SteelSeries-Tastatur. Der Tastenanschlag fühlt sich sehr gut an und schreiben bzw. zocken kann man auf dieser Tastatur sehr gut, wie ich finde. Die Tastatur ist natürlich auch beleuchtet und kann über die SteelSeries-Software angepasst werden. Leider ist die farbliche Anpassung nur in drei verschiedene Zonen unterteilt, sodass man leider nicht jede Taste einzeln ansteuern kann. Ein weiteres Feature, mit dem ich ehrlich gesagt nicht in einem Notebook gerechnet hätte, ist der 17 Zoll IPS-Screen mit G-Sync. G-Sync ist wirklich ein super Feature, das ich auch an meinem Desktop-PC täglich nutze. Am Notebook habe ich jetzt davon leider nicht so viel von diesem Feature gemerkt, denn der Monitor ist ja auf 75 Hz beschränkt und mit der guten Hardware, die im Notebook verbaut ist, kommt man meistens über die 75 FPS in den Spielen. Helligkeit und Kontrast sind dank IPS-Panel natürlich auch sehr schön. Ein Notebook ist offensichtlich für den mobilen Gebrauch gedacht. Mobil ist aber in dem Fall mit etwas Vorsicht zu betrachten, denn wirklich mobil im Sinne von Smartphone-mobil ist man mit solch einem Notebook natürlich nicht mehr, aber dennoch sehr viel mobiler als mit vergleichbar starken Desktop-PCs. Das Notebook wiegt 3,8 Kilo, ist also definitiv kein Leichtgewicht mehr, aber das hätte man wohl auch nicht mehr erwartet, wenn man sich erstmal die Hardware-Liste anschaut. Was man erwarten kann, ist aber gute Performance in Spielen und die hat man auf jeden Fall. Als ersten Test habe ich Battlefield 4 genommen. Hier spiele ich mit den Ultra-Einstellungen, aber ohne Motion Blur, denn das finde ich wirklich nicht schön. Und vor allem braucht man auch gar kein Motion Blur, wenn man sowieso schon gute Frames hat. In 1080p mit den erwähnten Ultra-Settings bekommt man sehr gute 100 bis 120 FPS und das kann sich schon wirklich sehen lassen. Als zweites Spiel habe ich jetzt noch das ganz neue Mirror's Edge Catalyst gespielt. Hier liegen die FPS auch noch bei 50 bis 70. Natürlich ist das deutlich geringer als bei Battlefield 4, aber Mirror's Edge Catalyst ist auch ganz neu und bekommt wahrscheinlich auch noch ein paar Performance-Updates. Dennoch kann sich das Ergebnis auf jeden Fall auch schon so sehen lassen, denn auch das neue Mirror's Edge Catalyst habe ich auf Ultra-Einstellungen gespielt. Zum besten Vergleich habe ich aber jetzt nochmal den 3D Mark Firestrike Benchmark durchlaufen lassen. Das Ergebnis war hier ein Score von etwas mehr als 8500. Nachdem ich also all das getestet habe und die Leistung top war, ist natürlich auch die Lautstärke und Temperatur gestiegen. Gerade beim Zocken kann man die Lüfter auf jeden Fall stark hören und auch die Tastatur wird wärmer. Nicht so warm, als dass es jetzt stört, aber man merkt auf jeden Fall, dass das Gerät an Wärme deutlich zunimmt. Das Notebook, wie man sieht, ist natürlich nicht ganz schlank, es ist also eigentlich schon ein bisschen dicker. Praktisch ist aber dadurch, dass der Sound wesentlich besser ist als bei dünneren Modellen. Die im Notebook verbaute starke Hardware ist ein richtiger Stromfresser. Mit dem eingebauten Akku kann man unter Load und maximaler Helligkeit des Bildschirms gerade mal etwas mehr als eine Stunde komplett ohne Stromanbindung auskommen. Wenn man aber zum Beispiel nur ein Video rendert und die Grafikkarte dementsprechend nicht genutzt wird, kann man sie theoretisch auch ausschalten und dadurch sollte sich die Akkulaufzeit auch unter CPU-Load um einiges verlängern lassen. Im Großen und Ganzen finde ich das Notebook gut. Vom rein praktischen Zocker- und Video-Editor-Standpunkt bietet das Notebook sehr viel Leistung und deshalb stört mich dieses Gewicht, die Größe und auch die relativ kurze Akkulaufzeit eher weniger.
Wenn ich unterwegs bin, dann gibt es meistens auch irgendwo in der Nähe eine Steckdose und die Lautstärke kann ich dann auch verkraften, denn mir ist die Leistung ehrlich gesagt wichtiger. Das Notebook darf ich übrigens leider nicht behalten, auch wenn ich das gerne machen würde. Selber nutze ich das etwas leichtere GS70 6QE, auch von MSI, und das habe ich auch schon für mein BF1 Event Video genutzt und das werde ich dementsprechend auch bei kommenden Events dabei haben, um auch irgendwie mobil so ein bisschen was an Videos produzieren zu können. Übrigens, dieses Video hier habe ich auf dem getesteten GT72S 6QE produziert und gerendert. Gerendert wurde in 1440p, 60 FPS und 40 Mbits und wie lange der Rendervorgang gedauert hat, das steht nochmal in der Videobeschreibung, weil, naja, jetzt weiß ich es ja leider noch nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass dieses Video jetzt ein Ende nimmt, denn ich bin jetzt erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.